Hallo ihr Lieben, ich bin Elisa aus der Tanzschule Breuer im Brühl und wie ihr vielleicht wisst, hatte die Maus letztens Geburtstag und zwar ist sie 50 Jahre alt geworden und der Marc Forster hat für die Maus auch direkt wieder ein neues Lied geschrieben und auf dieses Lied haben wir für euch eine Choreo gemacht und das heißt übrigens, ich frag die Maus. Da stellt der Marc Forster ganz, ganz viele Fragen und wir glauben, dass die Maus die auch alle beantworten kann. Da bin ich mir ganz sicher. Wir fangen auch direkt an. Ich zeige euch, wie der Tanz geht. Als erstes laufen wir erstmal auf der Stelle und wir schnipsen dabei. Also Lauf, Schnips, Lauf, Schnips, Lauf, Schnips, Lauf, Schnips. Ich zeige euch das mal kurz von der Seite. Wenn ihr auf der Stelle lauft, könnt ihr das Knie immer so ein bisschen durchdrücken. Also ihr geht nicht nach vorne, sondern lauft auf der Stelle. Schritt, Schnips, Schritt, Schnips, Schritt, Schnips, Schritt, Schnips. Entweder macht ihr das am Anfang direkt da, wo ihr steht, oder ihr sucht euch einen ganz anderen Platz und kommt mit dem Schritt praktisch auf die Bühne, sage ich mal. Ja, also ihr könnt damit auch ein bisschen laufen, zu dem Platz, wo ihr dann hin möchtet. Als nächstes brauchen wir einmal unser rechtes Bein und das tippt. Es tippt einmal vorne und hinten. Ja, also wir stehen auf dem linken Bein und das rechte Bein geht immer vor, rück, vor, rück. Zweimal vorne, zweimal hinten. Eins, zwei, eins, zwei. Dann nur noch einmal. Hep, hep. Und jetzt wackeln wir auf beiden Füßen auf die andere Seite. Das gleiche machen wir jetzt mit dem linken Fuß. Zweimal vorne. Eins, zwei, zweimal hinten, eins, zwei, jetzt nur noch einmal, hep, hep und wir wackeln wieder rüber. Wir machen das mal direkt hintereinander. Achtung und zweimal vorne, zweimal hinten, einmal und wackel, 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 wackel. Zweimal vor, zweimal rück und hep, hep, wackel, wackel, wackel. Jetzt brauchen wir wieder unser rechtes Bein. Jetzt gehen wir einen Schritt nach vorne. Jetzt kicken wir einmal vor in die Luft. Dann gehen wir einen Schritt zurück. Dann kicken wir nach hinten. Und jetzt drehen wir uns einmal rum. Und zwar tanzen wir einen Schritt nach vorne, drehen uns um. Und jetzt gehen wir mit dem anderen Fuß einen Schritt nach vorne. Gar nicht wahr. Ich habe mich vertan. Das ist der gleiche Fuß. Wir machen das nochmal. Wir gehen einen Schritt nach vorne, drehen uns um und gehen mit dem gleichen Fuß wieder einen Schritt nach vorne und drehen uns um. Ihr müsst euch vorstellen, als hättet ihr unter eurem linken Fuß ein Kaugummi kleben und mit dem klebt ihr am Boden fest und der kommt da auch nicht weg. Das heißt, ihr geht nach vorne und der Kaugummifuß bleibt da, wo er ist. Jetzt muss der gleiche Fuß wieder einen Schritt nach vorne gehen und der bleibt da, wo er ist. Habt ihr das gesehen? Sehr gut. Jetzt brauchen wir einmal unsere Finger und die machen so ein Peace-Zeichen. Und jetzt geht es einmal hin, her, hin, her. Das machen wir viermal. Jetzt müssen wir einmal abtauchen, Nase zuhalten, einmal abtauchen und jetzt springen wir wieder hoch. Das ist die Strophe, das kommt genau zweimal, genauso in der Reihenfolge. Und jetzt kommt der Refrain. Einmal auf euch drauf zeigen. Ich frag die Maus. Dann wackelt die Maus ein bisschen mit ihren Ohren und wir wippen dabei. Jetzt tappen wir einmal zur Seite. Tap mit dem anderen Fuß. Tap. Und jetzt brauchen wir unsere Arme. Einmal oben, oben und nochmal. Die wechseln immer. Dreimal machen wir das. Dann zeigen wir auf uns drauf. Die Ohren und der Tap. Ich singe mal mit. Ich frag die Maus, ich frag die Löcher im Bauch und ich weiß, für mich findet sie's raus. Ja? Also ich frag die Maus, ich frag die Löcher in den Bauch und ich weiß, für mich findet sie's raus. Jetzt kommt ganz zum Schluss, nachdem wir das mit den Armen gemacht haben, die Maus muss nämlich ziemlich viele Fragen beantworten und zwar 132.229,5 Fragen. Habt ihr euch die Zahl gemerkt?
Das ist eine ganz schön große Zahl. Aber so viele Fragen hat der Mark Forster tatsächlich an die Maus. Und wenn diese ganz vielen Fragen kommen, dann tappen wir immer zur Seite und die Arme gehen so ein bisschen mit. Und dabei drehen wir uns einmal im Kreis rum. Ja? Sehr gut. Und das ist auch schon der Refrain. Danach fangen wir wieder an mit dem Tappen. Zweimal. Einzeln. Wackel, wackel, wackel. Wieder zweimal, einzeln und wackel, 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 wackel. Wir haben einen Schritt, einen Kick, einen Schritt, einen Kick und einmal rumdrehen. Jetzt haben wir, ich nenne ihn einfach mal den Disco-Schritt, so tanzt man in der Disco. Jetzt tauchen wir einmal ab, gluck, gluck, gluck und jetzt springen wir hoch. Ich frag die Maus, ich frag die Löcher in den Bauch und ich weiß, wie mich findet, sie's raus. Und dann kommt der Refrain wieder. Das waren auch schon fast alle Schritte. Es fehlt nur noch ein ganz kleines bisschen. Und zwar brauchen wir jetzt einen V-Schritt und die Füße machen nur auf, zu. Die Hände gehen dabei hin, her. Ihr müsst euch vorstellen, als hättet ihr in der einen Hand ein Brötchen und auf der anderen Hand Nutella und ihr wollt euch das Brötchen schmieren. Ja? Das sieht dann so aus. Auf, zu. Jetzt brauchen wir den Travolta. Ich nenne ihn immer eine Travolta. Wir brauchen einmal unseren Zeigefinger und dann machen wir einmal oben, unten. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dabei auch so ein bisschen mit der Hüfte mitwackeln. Ja, machen wir nochmal hintereinander. Der V-Schritt, auf, zu, oben, und nochmal auf, zu, oben, unten. Und jetzt, wenn wir hier angekommen sind, das müssen wir auch zweimal machen, brauchen wir einen riesen Armkreis. Und von hier aus können wir einmal unseren Elefantenrüssel machen, weil jetzt kommt nämlich das Solo vom Elefanten. Und dann tanzen wir so ein bisschen hin und her. Und dann kommt auch schon wieder der Refrain. Das sind alle Schritte gewesen. Ich würde sagen, wir machen es einfach gemeinsam mit Musik. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Achtung, wir tappen. Wo geht der Astronaut aufs Klo? Wer wohnt auf dem Mond? Und wackeln. Wie komm ich da hoch? Und. Reden Fische unter Wasser? Wer wählt den Bundeskanzler? Einzeln. Wann geht die Ampel auf Rot? Wackeln. Und. Wie wird die Brezel braun? Wie lädt das Handy auf? Wie alt ist unser Baum? Und nochmal. Wo kann man Elefanten wiegen? Was hilft die Hausfliege? Warum sind Mäuse so schlau? Ich frag die Maus, ich frag die Löcher im Bauch und ich weiß, für mich findet es raus. Ich frag die Maus, ich will alles wissen genau und so schnell gehen mir die Fragen nicht aus. Ich frag die Maus, ich frag die Löcher im Bauch und ich weiß, für mich findet es raus. Ich frag die Maus, ich will alles wissen genau und so schnell gehen mir die Fragen, die 132.229,5 Fragen nicht aus. Und schnipsen. Und wieder von vorne. Doppelt. Wie macht man Kartoffelchips? Wozu der Brötchenschlitz? Wo wachsen die Pommes frites? Was macht mein Brillenglas? Denn endlich sehe ich was. Wie wird der Bleistift spitz? Achtung. Warum hält ein Reißverschluss? Wann fällt die Kokosnuss? Wer füllt den Schokokuss? Nochmal. Wie kommt der ganze Mann ins Meer? Wer räumt es wieder lernen? Woher hat die Maus es gelernt? Ich frag die Maus. Ich frag die Löcher im Bauch. Und ich weiß, für mich findet es raus. Ich frag die Maus. Ich will alles wissen genau. Und so schnell gehen mir die Fragen nicht aus. Ich frag die Maus. Ich frag die Löcher im Bauch und ich weiß, für mich findet sie's raus. Ich frag die Maus, ich will alles wissen genau und so schnell gehen mir die Fragen nicht aus. Ich frag die Maus, wie man unter der Erde was und sieht. Das war kein Blöd, hast du irgendwas kapiert? Und nochmal. Ich frag Christoph, wie oft er schon mein Pulli repariert. Ich frag den Elefant, wie er das macht, dass er so gut klingt. Ich frag die Maus, ich frag die Löcher im Bauch und ich weiß,
fragen mich aus. Ich frag die Maus, ich frag die Löcher im Bauch. Und ich weiß, für mich findet es raus. Ich frag die Maus, ich will alles wissen genau. Und so schnell gehen mir die Fragen, die 132.229,5 fragen mich aus. Und schnipsen. Und irgendeine Endpose. Jawohl! Ich hoffe, euch hat das Lied genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Üben. Tschüss!